geht ab, ihr stehenden Stinker? Wir schauen uns heute 8 unglaubliche Mädchen an, die wirklich existieren. Wenn ihr Mädchen liebt und Frauen die Besten sind, lasst ein Like da, Alter. Wie viele Likes schaffen wir heute für all die Frauen da draußen? Und falls ihr neu seid, abonniert jetzt sofort, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir gehen rein! In diesem Video zeigen wir euch 8 Mädchen, die so außergewöhnlich sind, dass man kaum glauben kann, dass sie wirklich existieren. Damn! Mit dabei sind Mädchen mit einmaligen Begabungen, okay, besonderen Körpern und ein Mädchen, das eigentlich gar keins ist. Es wird also spannend, deshalb bleibt unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Okay, interesting, interesting. Den Anfang macht eine Grundschülerin aus Texas, die etwas Unfassbares und nicht ganz Ungefährliches geschafft hat. Okay. Denn die kleine Montana Kenny hat einen der höchsten Berge der Welt, Digga, erklommen. Und das, obwohl sie gerade einmal 7 Jahre alt ist. Bro, die geht mir bis zum Bauchnabel und die läuft einfach mal so Mount Everest oder sowas hoch, oder was? Jetzt bin ich gespannt, was für ein Berg. Wenn die jetzt den Mount Everest irgendwie da hochgelaufen ist, Dicker, dann mache ich hier einen Purzelbaum hinten auf dem Bett. Tatsächlich ist Montana damit die zweitjüngste Bergsteigerin, die es jemals geschafft hat, den 5895 Meter hohen Kilimanjaro zu besteigen. Oh mein Gott! Obwohl dieser Aufstieg nicht gerade... Ist der Kilimanjaro höher als der Mount Everest? Ich glaube, nein, ja, ich bin mir nicht sicher. Da ein Kinderspiel ist und auch etliche erfahrene Bergsteiger daran gescheitert sind, hat die Zweitklässlerin dafür gerade einmal 8 Wochen mit ihrer Mutter Holly zusammen trainiert. Denn neben heftigen Höhenunterschieden, die schon für Erwachsene nur schwer zu bewältigen sind, mussten die beiden sich auch auf eine mehrtägige Tour vorbereiten, bei der sie bei Minusgraden die Nächte in kleinen Zelten verbringen würden. Das Ding ist so, ich könnte das als Elternteil nicht, dass ich zu meinem Kind sage, so meiner Zweitklässlerin. Wisst ihr, wie alt ist man in der zweiten Klasse? Keine Ahnung. 10 Jahre oder so, oder 6, 7, 8, 9 Jahre, sowas so. Bruder, stell mal vor, du schickst dieses Kind mit dir zusammen auf den Kilimanjaro. Da kannst du nicht einfach sagen, okay, ich breche jetzt ab, wir gehen wieder nach unten. Bro, wenn da oben was passiert, dann ist vorbei. Dann ist wirklich vorbei so und du nimmst dein kleines Kind damit hoch. Das ist schon krank. Doch Montana meisterte diese Hürden und bestieg innerhalb von rekordverdächtigen 6,5 Tagen gemeinsam mit ihrer Mutter und einem Team den gigantischen Berg in Tansania. Krank. Machen wir weiter mit Nummer 7 und einem Mädchen aus Nigeria, das trotz ihrer 14 Jahre so klein ist, dass sie in eine gewöhnliche Schüssel passt. Denn Rama Haruna leidet unter einer bisher einzigartigen und komplett unbekannten Krankheit, bei der ihr Körper im Alter von gerade einmal 6 Monaten einfach nicht mehr weiter wuchs. Ey, die Arme. Ihr Kopf und ihre Hände hingegen entwickelten sich ganz normal weiter. Dadurch ist es Rama jedoch nicht möglich zu sitzen, geschweige denn zu krabbeln oder gar zu stehen. Okay, das ist Wahnsinn. Das habe ich noch nie gesehen, dass ein Körper wirklich so, dass du den quasi in der Hand hast. Halten kannst. Ey, ich wünsche ihr die größte Kraft überhaupt, ne? Also unglaublich starkes Mädchen. Ihre Familie kam deshalb auf die Idee, sie in eine Schüssel zu setzen, wo sie mit Hilfe eines Kochlöffels das Gleichgewicht halten kann. Wow. Obwohl Rama eine echte Kämpfernatur ist, hielt ihr Körper die massiven Größenunterschiede eines Tages jedoch nicht mehr aus und sie verstarb im Jahr 2016 im Alter von nur 19 Jahren. Hm. Weiter geht es. Rest in peace, Mann, Alter. Rest in peace, Mann. Es ist... Ach Leute, schätzt eure Gesundheit. Ich sage das immer bei solchen Videos, schätzt eure Gesundheit. Gesundheit ist das Allerwichtigste, Mann. Seid einfach happy. Sagt danke, Alter, dass ihr gesund seid, wenn ihr gesund seid. Und schätzt das einfach, Mann. Mit der Mexikanerin Adara Perez, einer gerade einmal 11-Jährigen, die bereits jetzt zu den klügsten Menschen der Welt zählt. Denn Oder mit ihrem IQ von unglaublichen 162 Punkten überbietet sie sogar das Jahrhundert-Genie Albert Einstein und den Astrophysiker Stephen Hawking, die beide einen IQ von 160 gehabt haben. Bruder! Welche Klasse ist die 4. Klasse oder so? Ist 100-fach so schlau wie ich. Bruder, mashallah, was das für eine. Krass, Alter. Die heftigste, Bruder. Die bestimmt hat die Buchstabierwettbewerb auch gewonnen. So ein ist es nämlich, die den Buchstabierwettbewerb gewinnt. Sollen. Dadurch hat Adara im Alter von 5 Jahren schon die Grundschule abgeschlossen, mit 8 das mexikanische Abitur gemacht. Mit 8 Jahren Abitur, Junge, mit 8 Jahren. Da habe ich noch, wisst ihr, was ich mit 8 Jahren gemacht habe? Da bin ich heimlich hinter das Gebäude gegangen vom Kindergarten oder so und habe da hingepinkelt. Die Sachen habe ich gemacht mit 8 Jahren. Die hat einfach Abitur da gemacht, Bruder. Und jetzt mit 11 ihr erstes Studium als Ingenieurin abgeschlossen. Ihr größter Traum ist es außerdem, eines Tages für die NASA als Astronautin zu arbeiten und dabei mitzuhelfen, eine menschliche Kolonie auf dem Mars zu gründen. Wegen ihrer großen Ambition und wirklich herausragenden Leistungen wurde sie deshalb mit unglaublichen 7 Jahren in die US Forbes-List der 100 bedeutendsten Frauen Mexikos aufgenommen. Sie ist Wahnsinn. Allerdings hat Adaras unbegreifliche Intelligenz auch ihre Schattenseiten. Tatsächlich leidet sie nämlich am Asperger-Syndrom, was dazu führt, dass sie Schwierigkeiten hat, mit anderen zu kommunizieren und mit dem in ihrem Fall ein mangelndes Einfühlungsvermögen einhergeht. So war besonders ihre Schulzeit nicht immer leicht für das kleine Mädchen. Aufgrund ihrer Besonderheiten wurde sie von ihren Mitschülern oft gehänselt, weshalb sie sogar in eine tiefe Depression verfiel. Mittlerweile hat sie diese tiefe Krise zum Glück aber überwunden und deshalb sogar ihr eigenes Buch
mit dem Titel Don't Give Up, also gib nicht auf, verfasst. Darin will sie anderen Menschen, die ebenfalls mit der Diagnose Asperger geboren wurden, Mut machen. Vom Wohl. Unglaubliches Mädchen. Aber ich verstehe mal nicht, ich finde das so krass, dass Leute, die dann so ultra intelligent sind oder sowas, die haben dann immer so eine andere Beeinträchtigung noch zusätzlich, zum Beispiel, dass sie nicht gut mit Menschen kommunizieren können oder irgendwas ist dahinter immer, dass die so eine krasse Intelligenz auf einmal haben. So, wisst ihr, wie ich meine? Da ist irgendwie immer, also unglaubliches Mädchen. Kommen wir nun zum absolut stärksten Mädchen der Welt. Ja, moin. Denn obwohl Rory van Ulft gerade einmal 10 Jahre alt ist, hat die junge Kanadierin schon unfassbare 130 Kilogramm. Ja, entspannt, Alter. Die tut mich einfach fast doppelt hochdrücken. Die kann mich doppelt drauflegen fast und dann drückt die mich nach oben. Bruder, was ist das? In was für einer Welt leben wir? Einfach mal das Vierfache ihres eigenen Körpergewichts ist. Ihre Leidenschaft Maschine. Für das Gewichtheben entdeckte Rory dabei sehr frühzeitig. Schon mit 6 Jahren begann sie professionell mit dem Extremsport und nur ein Jahr später konnte sie bereits 80 Kilogramm stemmen. Im Alter von 9 gewann sie dann sogar als absolut jüngste Athletin die US-Jugendmeisterschaften im Gewichtheben und das zum zweiten Mal. Wahnsinn. Das große Ziel der ambitionierten Sportlerin, die auch noch andere Sportarten ausübt, ist es eines Tages an den Olympischen Spielen teilzunehmen und dabei natürlich auch zu gewinnen. Wird sie schaffen. Kommen wir als nächstes zu einem Bild eines Mädchens, das so ungewöhnlich erscheint, nicht gefotoshoppt oder anderweitig bearbeitet wurde. Die leidet an einem Syndrom, wo sie älter aussieht, als sie wirklich ist? Oder wie war das? Denn die 14-jährige Alexandra Sia leidet an einer seltenen Hormonerkrankung, bei der zwar ihr Körper in der Entwicklung sehr weit ist, ihr Gesicht jedoch noch immer sehr kindlich wirkt. Außerdem hat das Mädchen aus den Philippinen durch ihre Erkrankung auch nur eine Körpergröße von knapp 1,40 Meter, wodurch sie viel kleiner als ihre Freundinnen oder Mitschülerinnen ist. Heftig. Durch diese doch sehr besondere Erscheinung gingen ihre geposteten Bilder und Videos auf TikTok so durch die Decke, dass sie mittlerweile eine echte Internetberühmtheit ist. Voll. Ebenfalls Fragen in Bezug auf ihr Alter warf ein ukrainisches Mädchen namens Natalia Grace auf. Denn als Natalia Grace von Michael und Christine Barnett adoptiert wurde, dachte das amerikanische Ehepaar, sie würden eine 6-Jährige in ihre Familie aufnehmen. Allerdings fiel den Eheleuten auf, dass das kleine Mädchen aus der Ukraine sich überhaupt nicht verhielt wie eine typische 6-Jährige. Als Natalia dann angeblich auch noch Morddrohungen gegenüber Christine und ihren 3 Söhnen aussprach und sogar Versuche dazu anstellte, diese umzusetzen, wurde es der Familie zu unheimlich. Deshalb mieteten sie dem kleinen Mädchen, bei dem sie sich inzwischen sicher waren, dass sie eigentlich eine kleinwüchsige Frau sein muss, ein eigenes Apartment und flüchteten nach Kanada. Oh mein Gott. Als das zuständige Jugendamt das mitbekam, wurden die Barnetts wegen Vernachlässigung verhaftet, weil sie immer wieder beteuerten, dass Natalia definitiv kein Kind mehr ist. Das Mädchen, das mittlerweile 16 Jahre alt sein soll und bei einer neuen Adoptivfamilie lebt, bestreitet diese Vorwürfe und behauptet vehement, noch nicht volljährig zu sein, auch wenn vieles dagegen spricht. Wie alt Natalia nun wirklich ist, bleibt bis heute aber ein Mysterium. Aber boah, ist das creepy. Keiner weiß, wie alt sie wirklich ist. Wieso weiß man das nicht? Ist das nicht irgendwo festgelegt? Die hat doch so eine Geburtsurkunde oder sowas, oder? Also das muss man ja irgendwo rausfinden. Brother, aber wenn die Familie sagt, dass die so mit... Da droht, dass sie getötet werden und die fliehen. Und die müssen trotzdem am Ende in den Knast. Und die quasi die Drohungen, falls sie es wirklich gemacht hat, nicht. Das verstehe ich gerade nicht. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Mich. Machen wir weiter mit unserer Nummer 3 und kommen damit zu Oksana Malaya, einem Mädchen, das unter absolut einzigartigen und höchst ungewöhnlichen Bedingungen großgezogen wurde. Heftig. Denn Oksana wuchs komplett abseits der Zivilisation in einem Hunderudel auf. Als man das 13-jährige Mädchen zwischen den wilden Hunden fand, verhielt sich die kleine Ukrainerin deshalb mehr wie ein Hund als ein Mensch. So bellte sie, um sich auszudrücken, und bewegte sich nur auf allen Vieren fort. Ihre eigentlichen Eltern hatten das Mädchen, als dieses noch ganz klein war, einfach sich selbst überlassen, weshalb sie in den Hunden eine neue Familie fand. Heute lebt Oksana in einer Klinik, in der sie sich um die Tiere auf dem Gelände kümmert. Zwar kann die heute 40-Jährige mittlerweile auch sprechen 40? Und auf 2 Beinen laufen, wenn sie jedoch allein ist, benimmt sie sich immer noch am liebsten wie ein Hund. Das ist Wahnsinn, ne? Die ist einfach mit Hunden aufgewachsen und verhält sich dadurch wie ein Hund. Also, ich finde das wahnsinnig. Ich finde das so wahnsinnig. Die ist einfach jetzt wie ein Hund, läuft die rum und so. Und von der äußerst kuriosen Lebensgeschichte von Oksana kommen wir nun zu Eugenia Cooney, einem Mädchen, das durch ihre skelettartige Figur traurige Berühmtheit erlangte. Denn an dem Körper der YouTuberin befindet sich fast kein Gramm Fett mehr, wodurch sie bei einer Größe von 1,66 Meter gerade einmal bedenkliche 38 Kilogramm wiegt. Obwohl Eugenia lange Zeit behauptete, völlig gesund und ganz natürlich so dünn zu sein, leidet sie bereits seit ihren frühen Teenager-Tagen an einer heftigen Form der Anorexie, also der Magersucht. Da ihre Fans, die sie besonders für ihr Cosplay lieben, und ihre Freunde so in Sorge um die YouTuberin waren, unterzog sie sich tatsächlich einer Therapie in einer Klinik. Allerdings ist ihre äußerst ernstzunehmende Erkrankung um ihr Gewicht ein lebenslanger Kampf, der ihr sogar, wenn sie noch weiter abnehmen sollte, das Leben kosten könnte. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Super gefährlich, ne? Super gefährlich, Leute.
Ich hoffe, dass sie das hinbekommt und dass das alles wieder gut wird, ne? Und dass diese Störung weggeht. Ich hoffe es. Wir auf unserer Nummer 1 für sie. Nur das Beste. Zu einem anderen wirklich unglaublichen Extremfall, der sogar in die Geschichte der Menschheit einging. Okay. Dazu blicken wir in das Jahr 1880 nach Nigeria, wo eine 8-Jährige namens Mumsi mit ihrer Mutter und weiteren Frauen in einem Harem leben musste. Okay. Als das kleine Mädchen monatelang rätselte, was mit ihrem Bauch geschah, passierte dann plötzlich das Unfassbare und sie bekam tatsächlich ihr erstes und einziges Kind. Wow. Dabei zog die junge Mutter, die selbst noch ein Kind war, ihre Tochter weiterhin in dem Harem auf. Doch als wäre all das nicht schon heftig genug, wiederholte sich die Familiengeschichte von Mumsi, als ihre Tochter ebenfalls 8 Jahre wurde und ihr erstes Kind bekam. Okay, ist das echt oder ist das jetzt wirklich eine Geschichte? Also das muss doch, ist das echt oder ist das eine Geschichte? Mit der Geburt ihres ersten Enkelkindes wurde Mumsi so im Alter von gerade einmal 17 Jahren die jüngste Oma, die jemals existierte. Okay. Also keine Ahnung, ob das jetzt einfach eine Geschichte war, die erzählt wurde, ob das wirklich passiert ist, aber alter Geisteskrank, Leute. Checkt Wissenswert ab, war ein sehr, sehr gutes Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Video. Bis dann, Freunde. Bleibt immer gesund und passt auf euch auf.